So, hi und hallo mal wieder. Heute möchte ich euch ein schönes Programm vorstellen für euer iPhone, iPhone 5, iPhone 6 und iPhone 6 Plus. Ich habe es mir auf mein iPhone 6 Plus geladen und zwar heißt das Programm Kamera Plus. Also damit kann man wirklich schon professionelle Fotoaufnahmen für unterwegs machen. Da braucht man kein Fotoapparat mehr mitnehmen. Ich werde jetzt euch hier nur ein paar Anwendungen zeigen, wenn ich mit zwei Fingern auf der Bildschirm touche, dann seht ihr hier, habt ihr die Helligkeit. Nehmen wir diese Helligkeit, da den Autofokus und abdrücken. Dann habt ihr natürlich hier noch zum Scrollen die Helligkeit, um zum Zoomen. Es ist wirklich wunderbar. Wenn ihr dann hier auf dieses Pluszeichen geht, was ihr dann leicht über den Auslöser habt, dann könnt ihr natürlich sofort Makroaufnahmen machen. Wie ihr seht, die Stelle möchtet ihr scharf haben und noch mehr ranzoomen. Machen wir die Makroaufnahme aus, machen wir mal Stabilisator an. Dann habt ihr einen Ton und wie ihr seht, habt ihr hier so einen Balken, der sich immer bewegt. Und der zeigt euch an, wann das Bild gerade ist. Ich werde jetzt mal auf Auflöser drücken. Und er fotografiert von ganz alleine, wenn das Bild gerade ist. Dann könnt ihr natürlich noch komplette Einstellungen in ISO-Form machen. Aber lasst es immer auf Automatik. Das Programm macht alles von selbst. Ihr habt hier verschiedene Einstellungen. Mit Lächeln, dann fotografiert er nur, wenn ihr ein Lächeln habt. Dann Regen, bewölkt, Blitze, Sonnenschein, Glühbirne. Seht ihr, und ihr verändert immer dadurch die Beleuchtung oder die Belichtung euer Foto. Es ist wirklich eine super App, wie ich finde. Alles wieder auf Normal stellen. Ranzoom, fokussieren, die Stelle hell, das war's. Dann ist natürlich alles gespeichert, da wo ihr es haben wollt, könnt ihr es selber einstellen. Jetzt werde ich nochmal ins Detail gehen, vielleicht ist da was für euch bei, was ihr gebrauchen könnt. Seht ihr, die Einstellung könnt ihr alle machen. Ich werde natürlich jetzt nicht überall reingehen. Vielleicht ist was für euch dabei. Dann haltet mal einfach das Video kurz an. Also ich finde es wirklich eine super App, was auch wirklich mal gelungen ist. Und der Preis dafür ist zurzeit zwischen 89 Cent und 1,79 Euro. Auch für den teuren Preis würde ich sagen, es lohnt sich. Daumen hoch. Also ich hoffe, ich konnte euch helfen, was hinter den App steckt. Kamera Plus. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.